Hi Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gems of War. Wir wollten unser Seelenteam verbessern. Und zwar einmal könnten wir die Waffe aufrüsten, oder? Attacke, Attacke, Leben, Attacke, Attacke, Attacke. Ist auch doof alles, oder? Na, klasse. So, die verbessern wir erstmal für 4000 Seelen. Kriegen wir allerdings 7 Schaden, 7 Leben und 13 Rüstung dazu. Ist nicht verkehrt. Wird schon irgendwie, wird schon. Kling, kling, kling. Leider keine Magie. Und wir können Eigenschaften verbessern. Ja, leider das hier. Ich habe hier ein paar Dinger versucht zu farmen. Allerdings fehlen die hier halt noch. Blackhawk und Cliffzinne. Cliffzinne und Blackhawk, so. Wo wir das noch ein bisschen farmen müssten. Die geheimen Schildsteine. Dauert noch ein bisschen, so. Dann werden wir die Drachenseele aufwerten. 4550. Wow. Teuer. Mal gucken, was sie verbessert. 7 Schaden, 2 Magie dazu, 14 Leben. Wow, die ist ja voll tanky jetzt. Und Eigenschaften. Am Anfang ist es halt, okay, kann man es mal machen. Alte plus 2 Leben, wenn du 4 oder 5 Edelsteine kombinierst. Brauchen wir auch auf jeden Fall. Ascher. Divinia vielleicht, können wir die, okay, die ist so 4420 Seelen, Level 17. Kriegt jetzt ein bisschen Magie dazu. Ah, 5 Magie. Kriegen wir so ein bisschen mehr. Kriegen wir jetzt 12 Leben. Achso, und meiner hatte wahrscheinlich noch die Dings, diese ganzen Gilden Skills aktiv gehabt. Deswegen war das so gewesen. Und hier kann ich aktuell gar nichts machen. Oh, Drachensägen. Das wäre auch schon ganz cool. Ja, gibt so wahnsinnig viele gute Skills, die ich ganz gerne haben möchte. Die wir demnächst sicherlich alle angehen werden. Wir müssen Kerberos zurückschicken. Keine Ahnung, aber du musst mir Decken geben, während ich mich hier umsehe. Ich glaube nicht, dass die Zauberer ihn bisher kontrollieren konnten. Weil wir ansonsten inzwischen von Dämonen umgezingelt werden. Beschütze Scarlet, während sie das Versteck des Zauberers nach Hinweisen durchsucht. Beschütze Scarlet vor den Zauberern. Ja, und wir brauchen, ihr seht, mehr Seelen. 3 Einheiten, 12.000, 14.000 Seelen weg. Und die sind nicht mehr Maximum gewesen. Und hatten schon vorher ein bisschen Aufrüstung. So, tschu. Bäm, 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 alle zerstört. Beschützt Scarlet von den Vargaren. Rot und Lila brauche ich für meinen Drachen. Der Schaden ist so irre, ey. Blau, blau, blau mache ich. Was mache ich zu blau? Machen wir das hier. Machen wir gleich noch einen extra Turn. Und mein Nix hat dreimal wieder zu bekommen. Der Schaden ist so abartig. Ich hab's. Es ist ganz einfach. Wäre meine Großmutter noch am Leben, hätte sie es gewusst. Wir müssen Kerberos zurück durch sein Portal drängen. Du hast sowas schon mal gemacht? Kerberos ist in einer Höhle ganz in der Nähe. Die Zauberer haben eine kleine Armee an Untoten, um uns aufzuhalten. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich meine Großmutter gerecht habe. Verfolgt Kerberos zu seiner Höhle, folgt Kerberos Spuren.
Kleiner Schatzgoblin. Alter, was geht denn hier gerade ab, ey? Ohne Scheiß. So viele Extra-Turns. Echt abartig, ey. So übel. Hm. 4000 Gold dafür. Bezwinge die Schergen der Zauberer. Puh. Oh, ein extra Turn. Ups. Und dein nächster ready. Und alle tot. So einfach kann's gehen. Finde die Höhle. Ah, der macht schon echt krassen Schaden, ey. Finde den Gegner, Schaden zu mit der 40% Chance, ihn zu verschlingen. Huch! Der kann mich aufessen. Habe ich mir natürlich gleich Futter gegeben. Für einen 4er Turn. Mana Surge. Surge. Mana Surge. Yo. Da rast man mal schnell durch die ganzen Missionen. Mm-hmm. 250 waren wir noch nicht, da habe ich jetzt nicht darauf gewartet, aber ich glaube nicht. Ich frage mich, was wohl aus dem Orden wird, wenn wir diese Bestie besiegen können. Wer soll uns ohne meine Großmutter anführen? Eines Tages vielleicht, aber jetzt bin ich noch zu jung. Ah, genug gegrübelt, wir brauchen einen klaren Kopf. Und jetzt zu den Zauberern. Die werden uns nicht so einfach durchlassen, dann haben wir wenigstens unseren Spaß. Bezwinge die Zauberer, die Kerbos beschwört haben, betritt die Höhle. Wir sehen dich, Mensch. Mana Surge. Mana Surge. Mana Surge. Mana Surge. Extra Turn. Und alles geht wieder ready. Das ist so krass. Finde Kerberos und wird noch geiler, wenn wirklich alle die maximalen Eigenschaften haben, ja. Wobei jetzt mit dem Team könnte ich es in der Tat im PvP versuchen, ne? Bin ich doof oder so? Ich hätte die einfach noch aufrüsten müssen. Dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal farme ich Seelen im PvP und kriege gleichzeitig wahnsinnig viel Kohle, weil das PvP einfach grundsätzlich viel Geld gibt. Au. Solange sie mir kein Mana entziehen, ist alles okay. Mana Surge. Das war's, der Weg ist frei. Und gerade noch rechtzeitig, glaube ich. Und nun zur Bestie höchstpersönlich. Ich weiß jetzt, warum die Zauberer ihn nicht kontrollieren konnten. Er ist riesig. Ich frage mich, was sie überhaupt verloren hatte. Es sind in letzter Zeit so viele Dämonen gekommen. Schätze, wir werden es wohl nie erfahren. Schicken wir ihn einfach nach Hause. Bezwinge Kerberos und schicke ihn zurück in die Unterwelt. Bezwinge Kerberos. Ein Höllenhund. Mana Surge.
Ja, da unten ist er. Aber 20 Rüstungen direkt komplett weggekloppt. Guck dir den Damage an, ey, was das macht. So krass. Na, könnte aber jemand verschlingen. Hat es aber nicht geschafft. Dann haben wir Kerberos zerstört. Dann geht es jetzt durch zur Klassenquest, wa? Geschafft! Meine Großmutter kann jetzt in Frieden ruhen. Ihr Tod war nicht umsonst. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mich dir jetzt eine Zeit lang anschließen. Ich kämpfe gegen die Monster und ich glaube, du kannst Hilfe gebrauchen. Oh ja, Scarlet, wunderbar, dass du dabei bist. Dann holen wir uns noch die Klassenquest und dann gibt es zur nächsten Quest, um die Klasse zu holen. Also, du möchtest ein Wildhüter werden? Das blutrote Kimondo kann dich trainieren. Ich werde 4 Prüfungen für dich erstellen. Sie werden gefährlich sein. Wenn du sie bestehst, hast du den ersten Schritt als Wildhüter geschafft. Lass dir von Scarlet die nötigen Geheimnisse beibringen, um ein Wildhüter zu werden. Bestehe den Test des Jagens. Du musst das Jagen lernen. So, so. Das muss ich also. Zack. Und zack. Und zack. Wenn man das Feld mal ein bisschen clearen, das sah sehr, sehr ungünstig aus für uns. Wenig rot und lila. Bam, 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 bam. Alter, wie das abgeht. Das ist voll krass. Was hat sich denn da geändert? Auf jeden Fall gab es halt irgendwie einen 3MB-Patch. Oh, ich glaube, das ist nur Luck. Bestehen Test des Versteckens. Du musst außerdem wissen, wann du dich verstecken solltest. Oh, das sieht auch geil aus. Zeichenbeute. So eine schöne Markierung auf der Stirn. Braun ist immer gut. Wollen wir nämlich die ganzen Schädel kaputt machen? Die Steine meine ich. Die da. So. Hast von den Goblin kurz getötet. Ja, zack, nächsten getötet. Darf ich nochmal? Und dich noch nicht ganz getötet. Jetzt aber. Darf ich dich mal kurz töten? So in etwa. Heftig, ey. Bestehen Test des Spurenlesens. Du musst die Zeichen des Waldes kennen. Ganz wichtig. Lila, Rot gibt's beides nicht. Braun ist auch schlecht. Na, Grün war das Einzige, was man noch machen konnte. Hier. So. Check, 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 check. Was haben wir denn da unten? Blau wird zu gelb. Auf jeden Fall ist mein extra Turn. War jetzt aber nicht so geil, wa? Wollte schon sagen, überlebt er hier etwa mit 2 Leben? Und hätte mich wahrscheinlich noch getötet? Bestehe den Test des Hüters. Und du musst die beschützen, die es nötig haben. Mache ich, mache ich. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge auch gleich nochmal die Klasse dann an.
oben. Ah, die einzige Möglichkeit, die es gab. Da war wieder nicht viel zu machen. Gorgota. Aber egal. No chance. Gegen mein Team. Sehr gut. Die Aufgabe eines Wildhüters sind vielfältig. Du musst wissen, wann du der Jäger und wann du die Beute bist. Du musst wissen, wann du dich verstecken solltest und wann du kämpfen kannst. Von dem Ganzen mal abgesehen ist es eigentlich einfach. Du musst nur dem Land dienen. Ja, dann her mit der Klasse, der Wildhüter. Und Maugrimwälder. Zack, gibt's hier gleich. Stärke-Level, ein Sternchen, weil wir, glaube ich, alle Quests abgeschlossen haben, ne? Das war, um Stärke-Level 1 zu kriegen, müssen wir alle Quests abschließen. Ja, wunderbar. Gut, meine lieben Freunde, und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze kleine Pause. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Gems of War und dann machen wir weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.